Atlantis. In einem Tag und in einer Nacht ist das geheimnisvolle Inselreich in den Wellen des Meeres untergegangen. Wo kann Atlantis gelegen haben? In zwei Expeditionen machen sich Wissenschaftler gleichzeitig auf die Suche. Die erste erforscht die Tiefen des Meeresbodens. Dieser Berg zerbricht förmlich hier durch diesen Kollisionsprozess. In einem zweiten Projekt werden Vulkane und die Erdoberfläche untersucht. Experimente sollen Klarheit bringen. Die Erkenntnisse verdichten sich. Eine uralte Zivilisation wurde ausgelöscht. 3 oder 4 Tage Explosionen und die blanke Hölle. Doch was genau ist geschehen? Ein Name ist untrennbar mit der Geschichte von Atlantis verbunden. Platon, der griechische Philosoph. Er hat die Geschichte von Atlantis aufgeschrieben und damit einen Mythos geschaffen. Worauf bezog sich sein Wissen? Ägypten ist das Ursprungsland der Überlieferung von Atlantis. Griechen zogen im Jahr 600 vor Christus von Athen aus in das Land am Nil. Sie waren beeindruckt von der alten Kultur der Pharaonen. Die Ägypter waren große Chronisten und meißelten ihre Geschichte in Stein. Die Priester des Pharao lasen den Griechen aus heiligen Texten vor. So überliefert uns Platon. Es ging darin um eine schreckliche Begebenheit, die sich lange vor ihrer Zeit ereignet haben soll. Der Untergang von Atlantis. Die Griechen nahmen dieses Wissen mit in ihre Heimat. 150 Jahre später zeichnet der Philosoph Platon die ägyptischen Erzählungen auf. Unterwegs auf der Suche nach Spuren des Untergangs an den Küsten griechischer Inseln. Das geübte Auge des Atlantis-Forschers Floyd McCoy entdeckt eine kleine Sensation. Spuren von Zerstörung, die sich vor Tausenden von Jahren ereignet hat. Hier ist eine gut gebaute Mauer. 2, 3 Steine hier eingepasst. Das ist das Innere eines Gebäudes. Dieser Stein kam von hier. Diese Mauer fiel hier hinein. Und darin diese Steine, Steine vom Strand. Und Tonscherben überall. Es ist Chaos, wildes Durcheinander. Alles aufgetürmt mit Schutt. Die Ursache? Tsunami. Die gewaltigen Kräfte des Wassers. Ihr Zusammenspiel mit den Erdspannungen auf dem Meeresboden und Vulkane können wie in einem Labor am Beispiel der Inselgruppe von Santorin studiert werden. Wissenschaftler der Universität Hamburg stellen die Region in der Computeranimation dar. Das, was wir auch deutlich in den Daten sehen, ist, dass sich vor einigen Millionen Jahren, vielleicht 2, 3 Millionen Jahren, dass sich dort das gesamte Spannungsfeld im Ägäischen Raum grundlegend geändert haben muss. Seit diesem gewaltigen Umbruch ist das Gebiet gekennzeichnet von Naturkatastrophen. Eine von diesen hat Platon in seinem Atlantis-Bericht beschrieben. In der Antike hat man die Ursachen nicht gekannt. Für Platon gibt es nur eine Erklärung. Die Götter wollten die Menschen strafen. Atlantis, einst Ort friedlicher Harmonie, versank in Hass und Streit. Die Menschen, schreibt Platon, waren vom rechten Weg abgekommen. Als Kriege ausbrachen, rächten sich die Götter und schickten ein schreckliches Strafgericht. Die alte Zivilisation war zum Untergang verurteilt. Weder Alte noch Kinder wurden verschont. Unschuldige Opfer eines höllischen Infernos. So mag dieser Junge vor Tausenden von Jahren den Untergang erlebt haben. Die Erdbeben. Die unbändige, zerstörerische Kraft von Tsunamis. Vielleicht nicht anders als ein Junge in unserer Zeit. Wir sind auf Big Island, der größten Insel von Hawaii.
Ein Tsunami baut sich auf. Ein 8-Jähriger beobachtet das Naturschauspiel. Sein Name Floyd McCoy. Er überlebt den Tsunami von 1948. Aufnahmen einer Wochenschau. Die riesigen Wellen rasen auf Hawaii zu. Sie zerstören die Stadt Hilo und fordern zahlreiche Todesopfer. Nach mehr als 6 Jahrzehnten sieht Floyd McCoy die Bilder vor sich. Ein traumatisches Erlebnis. Er fliegt mit uns zum Schauplatz der Katastrophe. Heute mit Barrieren gesichert. McCoys Heimatort Hilo wurde mehrfach von Tsunamis überspült. In Ufernähe hat man die Stadt nicht wieder aufgebaut. Gefahr droht nicht nur vom Meer. Denn die Inseln von Hawaii bestehen aus vulkanischer Materie, aus flüssigem Gestein und erkalteter Lava. Entsteht festes Land. Kämpfe der Urgewalten, wie Studienobjekte vom Untergang von Atlantis. Nicht weit von hier, im Schatten eines Vulkankegels, die Universität von Hawaii. Vulkane und der Untergang von Atlantis faszinieren Floyd McCoy seit seiner Kindheit. Der Wissenschaftler geht den geologischen Ursachen nach. Er liest Gesteinsproben wie ein Logbuch vulkanischer Aktivitäten. Wichtige Informationen für eine naturwissenschaftliche Erklärung. Platon hat keine exakten Ortsangaben hinterlassen. Aber sein Weltbild war bestimmt durch den Mittelmeerraum. Sein Atlantis kann nur in dieser Region gefunden werden. Davon ist Floyd McCoy überzeugt. Gibt es dieses Atlantis wirklich? Oder ist es ein Mythos? A myth is a story. It's a grand story. Ein Mythos ist eine bedeutende Erzählung, in der die Menschheitsgeschichte reflektiert wird. In diesem Fall fand ein riesiges, ein Mega-Ereignis statt von unwirklicher Dimension. Und das kann heute jederzeit wieder passieren. Tsunamis schockieren unsere Welt. Tausende sterben in Japan im März 2011. Das Desaster von Südostasien Weihnachten 2004 kostete 300.000 Menschen das Leben. Clearly, the wave is not moving fast enough, so that people feel. Die Welle ist anfangs nicht so schnell, dass die Leute Angst bekommen. Sie denken, sie können davonlaufen. An einer Stelle versucht ein Auto, die Straße zu überqueren. Der Fahrer deckt nicht an Gefahr, aber dann beschleunigt sich der Tsunami. Very quickly, the speed of the tsunami picks up. The tsunami carries with it a lot of debris, a lot of junk. Er reißt Schutt, Müll, Holz, Autos, Teile von Häusern mit sich. Überlebende Augenzeugen beschreiben das so, als wäre man in einen Zementmischer geraten. Man kann das kaum überleben, egal ob man schwimmen kann. Dieses Zeug schlägt auf einen ein. Die Ursache? Kontinentalplatten auf dem Meeresboden drücken gegeneinander. Sie erzeugen gewaltige Spannungen. Das Erdbeben reißt ein Gebiet von 1200 Kilometern Länge auf. Das ist riesig, ungefähr die Länge von Deutschland. Die Erdbewegungen am Boden der Meere lösen Tsunamis aus. Auf diese Weise könnte auch Atlantis untergegangen sein. Zypern. Wissenschaftler und Studenten bei den Vorbereitungen für ein Mittelmeerforschungsprojekt, das Christian Hübscher leitet. Das Ziel, die Erforschung der instabilen Erdkruste unter dem Mittelmeer. Sie ist verantwortlich für den Untergang von Atlantis. Wissenschaftliches Zentrum, die Bordcomputerzentrale, wo die Untersuchungen geplant, Informationen gesammelt und ausgewertet werden. Tausende von Daten werden gespeichert. Sie sollen Aufschluss darüber geben, wie die Landschaften unter Wasser beschaffen sind. Das östliche Mittelmeergebiet ist eine der unruhigsten geografischen Zonen. Die Vermessung der Region um die Insel Zypern liegt im Zentrum des geophysischen Erkundungsprojektes. Wir haben bildgebende Verfahren, sogenannte seismische Verfahren. Damit machen wir 2- oder sogar 3-dimensionale Abbilder vom Erdinneren. Man kann es ganz gut vergleichen mit so einer Ultraschalluntersuchung beim Arzt. Auch dort kann man dann in den Körper hineinschauen und so können wir eben auch in die Erde hineinschauen. Ein hydroakustisches Kabel von 600 Meter Länge, bestückt mit Tausenden von Mikrofonen, wird ins Wasser gelassen.
Es soll Schallwellen registrieren, die von Schüssen der Airguns unter Wasserkanonen abgefeuert werden. Schwimmbojen halten sie in Position. Sie hängen an Schläuchen, die die akustischen Kanonen mit Druckluft versorgen. So werden Tausende von Explosionen ausgelöst. Kreta. Zur gleichen Zeit ist Floyd McCoy unterwegs zur Erforschung der Südküste Kretas. Die Insel liegt in der Region, in der der Untergang von Atlantis Spuren hinterlassen haben müsste. Der Wissenschaftler will hier die Entstehung und geologische Beschaffenheit der Oberflächen untersuchen. Nicht immer hatte die malerische Insel diese Form. Floyd McCoy vermutet, dass die Erdgeschichte Kretas und die ihrer Bewohner bewegter war als bisher angenommen. Archäologen haben hier Hinweise auf sehr frühe Besiedlung gefunden. Die Ablagerungen im Gestein belegen Salzwasser und Meerestiere. Dabei liegt dieser Fundort rund 50 Meter über dem Meeresniveau. Da drüben ist Afrika. Afrika bewegt sich hierher. Es schiebt sich unter Kreta. Indem es sich unter Kreta schiebt, drückt es das Land nach oben, weiter und weiter nach oben. Gewaltige Erdbeben gehen damit einher. Kein einmaliges Ereignis. Die Menschen der Frühzeit haben hier vor 110, 120.000 Jahren gesiedelt. Sie waren hier, als diese Ablagerungen entstanden. Menschen waren Zeugen riesiger Erdbeben. Sie erlebten, wie sich die Erde hob. Seit Generationen haben Menschen das hier erfahren. Zeugen solcher Ereignisse waren die Bewohner von Knossos. Knossos war die Metropole der Minoer auf Kreta, ein Volk, das bis heute Rätsel aufgibt. 1200 Räume hatte der Palast des Königs, eine architektonische Meisterleistung. In der Nähe die Nekropole, Gräber der Minoer, die hier in der Bronzezeit vor rund 3.500 Jahrtausenden ihre Toten bestatteten. Ausdruck einer hochstehenden Zivilisation. Die aus Ton gebrannten, hausförmigen Sarkophage, die von Meistern der Malerei mit Motiven aus dem Leben der Minoer und dem Tierreich geschmückt wurden. Warum verschwand die Kultur der Minoer so plötzlich? Man kann ein Szenario entwerfen. Danach schlägt die Natur zu. Die Welt scheint unterzugehen. Oben eine feuerrote Wolke. Asche fällt vom Himmel. Erdbeben. Genug, sich lange Zeit daran zu erinnern. Knossos, die Königsstadt der Minoer, wurde aufgegeben und verfiel. Archäologen haben erst vor wenigen Jahrzehnten die vergessene Geschichte der Minoer ans Tageslicht gebracht. Eine kleine Bronzefigur wurde nicht weit von Knossos ausgegraben. Ihre Geschichte könnte sich so zugetragen haben. Eine minoische Familie wird nachts von einem Erdbeben überrascht. Der Sohn hört die bedrohlichen Erdstöße, deren Geräusche die Luft erfüllen. Der Junge sieht, wie das Unheil mit aller Gewalt über die Stadt hereinbricht. Was heute als natürliche Ursache erklärt werden kann, wurde in der Antike als Strafe der Götter begriffen. Der höchste der Götter aber, Zeus, beschloss, als er das treffliche Geschlecht der Atlanta so schmählich heruntergekommen sah, ihnen eine Strafe aufzuerlegen, damit sie durch dieselbe zur Besinnung brachte, heißt es bei Platon. Platons Bericht von Atlantis und der Untergang der Minoer, die Parallelen sind überzeugend. Göttlicher Zorn, der als Urgewalt über die Menschen kommt. Die minoische Familie flieht ins Freie. Sie will nicht im Haus von Mauern und Dach erschlagen werden. In unserer Geschichte rettet der Junge die Bronzefigur aus den zusammenstürzenden Gebäuden in letzter Minute. Die Idylle der heutigen Inselwelt lässt vergessen, dass hier Tod und Vernichtung wüteten, über die auch Platon schrieb. Trifft seine Feststellung, die Atlanta seien schmählich heruntergekommen, auf die Minoer zu?
Um dies zu erforschen, suchen Wissenschaftler auf der Insel Mochlos vor Kreta. Viele Fragen über das rätselhafte Volk sind ungeklärt. Amerikanische Archäologen graben eine minoische Hafenstadt aus. Sensationell war die Entdeckung, die sie vor 30 Jahren nicht weit von hier machten. Das Schicksal von zwei Menschen kann anhand eines archäologischen Fundes rekonstruiert werden. Es sind Täter und Opfer eines ritualen Mordes. Priester töten einen jungen Mann. In den Händen halten sie einen für religiöse Zeremonien bestimmten Dolch. Das blutige Ritual soll die Götter besänftigen. In diesem Augenblick bebt die Erde. Einer der Priester wird von herabstürzenden Balken erschlagen. Die Minoer opferten Menschen. Für Platon waren Bräuche wie dieser Indiz für moralischen Verfall. Erst vor wenigen Jahrzehnten fand ein Archäologe Knochen des Opfers, des Priesters und die Klinge des Dolches. Das Mordinstrument im Museum. Beweis für eine dunkle Seite der hochzivilisierten Kultur der Minoer. Neapel. Die Stadt liegt unterhalb des Vesuv. Auch dieser Ort lebt mit der Gefahr. Der Vesuv ist der einzige aktive Vulkan auf Europas Festland. Seine Kegelspitze war nach einem gewaltigen Ausbruch eingestürzt. Kanäle aus dem Inneren der Erde. Aus den Öffnungen treten heiße Gase aus. Nach antiken Vorstellungen lebt hier der Gott des Feuers, Vulcanus. Vor fast zwei Jahrtausenden, an einem Tag im Jahr 79, brach der Vesuv aus und verschüttete die Städte Pompeji und Herculaneum. In Hitze, Staub und Gaswolken fand dieser Mann den Tod. Wenn es einen Ort gibt, wo man den Untergang von Atlantis heute noch studieren kann, dann in der Region des Vesuv. Auch der 18. März 1944 ist so ein Schreckenstag. Der Vesuv bricht aus. Zwei Zeugen des Ereignisses, die Gebrüder Zeno. Damals waren sie 9 und 19 Jahre alt. In diesem Moment gab es plötzlich den Knall einer Explosion. Glühende Steinchen wirbelten über unsere Köpfe. Und denen, die größer waren als wir Kleinen, standen plötzlich die Haare in Flammen. Das Feuer greift um sich. Aufnahmen aus einer amerikanischen Wochenschau halten die Zerstörung fest. Wir wollten wissen, was los ist. Da sahen wir einen Alten mit einer Pfeife im Mund. Und als das Feuer sogar seine Pfeife ansenkte, da warf er sie in die Flammen. Der Ausbruch verlief glimpflich. Häuser kamen zu Schaden, doch Menschenleben waren nicht zu beklagen. Wie der Vorhof zur Hölle. Die unheimlichen phlegräischen Felder bei Neapel. Wir stehen im Krater eines brodelnden Vulkans. Aus 1500 Metern Tiefe treten Gase an die Oberfläche, im Zeichen für eine geologisch extrem aktive Zone. Ein Spiel mit dem Feuer, denn wie in der Überlieferung von Atlantis ist auch hier Leben von der destruktiven Gewalt aus dem Erdinneren bedroht. Trotz der Gefahren errichteten die Römer der Antike hier Dampfbäder. Seit jener Zeit hat sich der Serapis-Tempel, er steht in einem Vorort von Neapel, ins Bodenreich abgesenkt. Der Untergrund ist instabil. Heute liegt das Bauwerk 20 Meter unter seinem ursprünglichen Niveau. Unterwegs im Mittelmeer vor Neapel, die Bucht vor der Stadt. Hier war früher Land. Mit Tauchern auf der Suche nach Bahia, einer römischen Siedlung der Antike. Städte auf dem Grund des Meeres üben eine rätselhafte Faszination auf die Menschen aus. Es ist, als ob hier die Vergänglichkeit des Lebens angehalten wird. Vielleicht hatte schon Platon so empfunden. Die sagenhafte Gestalt einer versunkenen Welt. Oder ist sie Phantasmagorie, ein Trugbild?
ein Abbild des untergegangenen Atlantis. Was sich hier vor unseren Augen auftut, macht Platons verlorenes Inselreich lebendig. Die hohe Zivilisation, die in den Fluten des Meeres für immer versank. Die Türkei. Wir sind im gebirgigen Süden des Landes. Wie eine Spielerei der Natur, die massiven Felsabrisse landeinwärts. In dieser Region sind Teams von jungen Wissenschaftlern unterwegs. Sie vergraben seismische Geräte, die akustische Wellen registrieren. Kleinste Erschütterungen werden von den Sensoren registriert. Wie der Test zeigt. Vorbereitungen für das große Experiment am nächsten Morgen. 10 Kilometer weiter. Ein anderes Team mit gleicher Aufgabe. An 2 Orten in der Türkei wird Sprengstoff für den Versuch vorbereitet. Feuerwerker binden das hochexplosive Material zusammen, damit es als große Bündel in ein 60 Meter tiefes Bohrloch versenkt werden kann. 560 Kilogramm Sprengstoff lagern hier in der Erde, umhüllt von einer Stahlröhre. Sie wird mit 8 Tonnen Zement verschlossen. Die Maria S. Merian unterwegs zwischen Zypern und der Türkei. Zur gleichen Zeit, wie die seismischen Geräte in der Türkei vergraben werden, werden an 34 Stellen Seismometer auf dem Boden des Meeres versenkt. Die gewaltige Explosion, die an 2 Stellen auf dem Festland der Türkei ausgelöst wird, ermöglicht, ein Bodenprofil im Umkreis von 2000 Kilometern zu erstellen. Wir führen sowohl Messungen auf See durch, als auch Messungen an Land. Und so bekommen wir einen Krustenschnitt von südlich Zyperns bis hoch in die zentrale Türkei hinein, bis etwa 100 Kilometer südlich von Ankara. Und dieser Querschnitt deckt alle die Bereiche ab, wo wir diese Erdverschiebungen haben und wo wir auch die Erdbebenaktivität erwarten. Die Erdoberfläche besteht aus sich bewegenden tektonischen Platten. Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis werden durch sie verursacht. Im östlichen Mittelmeer stoßen die eurasische und die afrikanische Platte aneinander. Die Plattenlinie verläuft vor der Insel Kreta auf dem Boden des Meeres. Von der Türkei über das Mittelmeer bei Zypern bis nach Kreta erstreckt sich jetzt das Untersuchungsgebiet. Jedes Hochdrücken führt zu einem enormen Erdbeben. Dieses ist Ausdruck der tektonischen Bewegungen. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass vor etwa 3,5 Jahrtausenden, das exakte Datum ist umstritten, ein schweres Beben die Region erschütterte. Die Geschichte der Bronzefigur, die der minoische Junge zu retten versucht, fällt genau in die Zeit dieses großen Naturereignisses. In dem Chaos sucht der Junge seine Angehörigen. Meter hoch türmt sich die Asche zwischen den mehrstöckigen Häusern der Minoa auf. Tempel stürzen ein, die Vorräte von Wein, Getreide und Oliven werden vernichtet. Der Wohlstand der minoischen Städte gründete auf dem Handel. Die Ägypter schätzten den Wein von den griechischen Inseln im Norden. Auch Platon beschreibt den Reichtum von Atlantis. Der über Jahrhunderte geführte Seehandel brach durch die Naturkatastrophe zusammen. Als der Junge seine Familie entdeckt, kämpft er sich zu ihr durch. Aber in der hoffnungslosen Lage kann er nicht mehr helfen. Zurück bleibt die Bronzefigur, unter dem Ascheregen begraben. Nach Jahrtausenden kommt sie aus dem Staub ans Tageslicht. Vor rund 4 Jahrzehnten fänden sie Archäologen auf der Insel Kreta. Heute steht der Adorant von Thylissos, nach dem Herkunftsort benannt, im Museum. Das Abbild eines stolzen Mannes, der Natur zu trotzen scheint. Athen. Platon erinnerte an die Geschichte von Atlantis, als Athen in einer Krise steckte. Die Wege der Demokratie war in Gefahr. Die Gesellschaft gespalten. Der Traum vom idealen Staat schien zerbrochen.
Wollte Platon die Athener vor ihrem eigenen Untergang warnen? Ihnen einen Spiegel des Schreckens vorhalten? Vielleicht hat er zu diesem Zweck den Untergang einer hochstehenden Zivilisation so drastisch beschrieben. Die Apokalypse von Atlantis. Die Minoer erlebten das Inferno mehr als ein Jahrtausend, bevor Platon seinen Bericht vom Untergang von Atlantis verfasste. Für viele Wissenschaftler sind die Parallelen der historischen Ereignisse mit Platons Text offensichtlich. Ereignisse, die schon im alten Ägypten bekannt sind. Die Gefahren von Vulkanen scheinen die Menschen nicht davon abzuschrecken, in ihrer Nähe zu siedeln. Auch wenn Häuser, ganze Städte ausgelöscht werden oder wie Atlantis im Meer versinken. Spuren des komplexen Zusammenspiels von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Tsunamis, die zur Zerstörung minoischer Siedlungen geführt haben, geht der Experte Floyd McCoy auf der Insel Kreta nach. Die Animation zeigt, wie die Wellen eines Tsunami auf Kreta zurollen. Sie überspülen den Uferbereich 15 Meter hoch. Die Wellen werden höher und gefährlicher, je näher sie der Küste kommen. Die minoische Siedlung von Palai Castro, nahe am Ufer. Hier sind die Folgen des gewaltigen Tsunami, der vor 3500 Jahren die Insel erreichte, deutlich sichtbar. Wenn ein Gebäude in der Antike durch ein Erdbeben zerstört wird und Wände und Dach einstürzen, bleibt normalerweise alles an einem Ort. Aber in Palai Castro, wie in Banda Aceh, war alles verstreut, der Schutt durcheinandergewirbelt. Die Zerstörung kann nur von einem mächtigen Tsunami verursacht worden sein, der aus nördlicher Richtung übers Mittelmeer kam, bis er Kreta erreichte. Da ist sich Floyd McCoy sicher. Der Wissenschaftler fliegt zu den nördlich gelegenen Inseln. Santorin. Der malerische Ort war ein Ort des Schreckens. Seine Gestalt verdankt er dem Vulkan Tira. Die steilen Felswände bilden eine erstaunliche Kulisse. Die Szenerie erinnert Floyd McCoy an die Erfahrungen in der Kindheit. Die Bedrohung durch den Tsunami, den er als kleiner Junge miterlebte und dessen Gefahr ihm nicht bewusst war. Eine Erfahrung, in der es um Leben und Tod ging. Nicht anders mag es dem minoischen Jungen tausende von Jahren zuvor beim Untergang seiner Heimatstadt gegangen sein. Ereignisse, die den Menschen zum Spielball der Natur machen, rufen heute wie damals die gleiche Ohnmacht hervor. Hier auf Santorin ist Floyd McCoy den Erfahrungen nahe, die ihn seit seiner Kindheit bewegen und die sein wissenschaftliches Interesse geweckt haben. Das ist ein Lavastrom, 100.000 Jahre alt. Teil der Vulkanaktivität, die das Land schuf, Schicht auf Schicht. Vor 3.500 Jahren lebten hier Minoer. Wie sah es hier aus? In der Mitte gab es eine riesige Insel. Fotografien von kleineren Vulkanausbrüchen in den 20er Jahren. Unter der Mittelinsel liegt der Vulkan dort, wo früher der Tira war. Was nicht ganz so bekannt ist, ist, dass vor etwa 360 Jahren, im Jahre 1649, 8 Kilometer nordöstlich davon, der Vulkan Colombo entstand. Das war ein Meeresbodenvulkan, der sich aufbaute, tatsächlich auch oberhalb des Wassers zu erkennen war. Und die Glutaschewolke, die wälzte sich dann über das Wasser bis nach Santorini. Santorin, griechisch auch Santorini genannt, wird von dem noch immer aktiven Vulkan bedroht.
Wir überqueren das Wasser, unter dem sich die versunkene Hauptinsel von Santorin befindet. Wie eine Mondlandschaft. Vulkangestein am Rand der kleinen Insel Nea Kameni. Sie ist erst vor 500 Jahren entstanden. Flechten, primitive Pflanzen wachsen auf jungem Vulkangestein. Die Flora erobert sich in kurzer Zeit das neue Land. Vulkanischer Boden ist reich an Nährstoffen. Heiße Gase treten aus. Schon in minoischer Zeit wussten die Bewohner solcher Orte, die Hitze für ihren Komfort, für warm Wasser und Heizung, sogar für Thermalbäder zu nutzen. Hier hat sich der Vulkan aufgebaut nach der großen Explosion der Bronzezeit vor 3500 Jahren durch Lavaströme aus dem Innern. Nach nochmal 20.000 Jahren wird das hier wieder eine riesige Insel sein. Santorin vor 20.000 Jahren. Eine Mittelinsel entsteht. Auf ihr werden nach McCoys Ansicht die Minoer eine Stadt bauen. Hier wird die Hauptstadt von Platons Atlantis liegen. Der Schnitt zeigt, wie Magma aus dem Innern nach oben steigt. Rund 17.000 Jahre später, in der Bronzezeit, kommt es zu dem gewaltigen Ausbruch. 60 bis 70 Kubikkilometer an Masse aus dem Erdinnern werden ausgeworfen, als unverfestigte, lockere Asche in die Luft geschleudert. Unter dem Vulkan Thera entsteht, durch den gewaltigen Ausstoß, ein riesiges Vakuum. Der Vulkan stürzt in sich zusammen und reißt alles Leben auf der Insel in die Tiefe. So entsteht der Tsunami, der sich über das Mittelmeer ausbreitet. Die Wellen kommen vom Vulkan Thera. Nach einer halben Stunde erreichen sie Kreta. Dann nach Nordafrika. Nach anderthalb Stunden sind sie in Ägypten und Israel. Israel. Die alte Hafenanlage aus römischer Zeit in Caesarea. Der Hafen ist längst versandet. Auch hier gibt es wissenschaftliche Indizien für den Vulkanausbruch von Santorin. Eine Tauchaktion israelischer Forscher. Meeresgeologen wollen Bodenschichten auf Tsunamiwellen hin überprüfen. Ein Bohrer entnimmt in 8 Metern Tiefe Bodenproben. Erste Analysen bestätigen die Atlantis-Theorie. Da wir jetzt Beweise für den Tsunami haben, die zeitlich zum Ausbruch des Thera passen, gibt es keinen Zweifel, dass es ihn wirklich gegeben hat. Dieser Megatsunami zog das ganze Mittelmeergebiet in Mitleidenschaft und erreichte die äußersten Grenzen des östlichen Mittelmeerraums. Um den Beweis zu erhärten, wird ein Vergleichsversuch im Roten Meer gestartet. In einem Gebiet, das keinem Tsunami oder schwerem Wellengang ausgesetzt war, werden Schichten von Sand sorgsam abgetragen. Im Gegensatz zu den durcheinandergewirbelten Ablagerungen im Bereich von Tsunamis zeigt sich, dass in ruhigem Wasser die Sedimente noch nach Jahrtausenden sauber geschichtet aufeinander liegen. Die Folgen des Ausbruchs waren schwerwiegend für die gesamte Region. Das betrifft das Klima, die Pflanzen und den Ackerbau, aber auch andere Lebensbereiche. Weite Teile des Mittelmeers waren vom Ausbruch des Vulkans schwer betroffen. Sogar bis ins nördliche Europa waren die Auswirkungen zu spüren. Stonehenge. Die Steinbauten von Stonehenge und Atlantis. Lange Zeit gab es Theorien, die das untergegangene Atlantis mit den großen Megalithkulturen des europäischen Nordens und Westens in Verbindung brachten. Danach soll Platon Kenntnis von den gewaltigen Steinbauten gehabt haben. Heute weiß man, dass die Megalithkulturen schon lange vor seiner Zeit untergegangen waren. Stonehenge war längst verlassen, als der Ascheregen von Santorin den Himmel verdunkelte. Überraschend aber ist der Zusammenhang von klimatischen Veränderungen mit der Himmelsscheibe von Nebra. Sie wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Nebra im Osten Deutschlands in der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Menschen der Bronzezeit.
Sie versammeln sich zu einem Ritual. Mit der Himmelsscheibe hatten sie sich einen Kalender gegeben. Dieses Kultobjekt wird vergraben, entweiht. Nach einer fantastisch klingenden Theorie soll der Vulkanausbruch des Tira den Himmel verdunkelt haben. Erntezeiten, die die Menschen bisher von der Himmelsscheibe ablesen konnten, blieben aus. Die Himmelsscheibe versagte. Ein fernes Echo von Atlantis. Heute wissen wir, der Himmel über Europa muss sich über Jahre verfinstert haben. Die Türkei. Das Hochland von Anatolien. Feuerwerker spannen einen 900 Meter langen Zünddraht. Wissenschaftler aus Deutschland installieren seismische Messgeräte und akustische Sensoren im Boden. Zeitgleich mit dem Team in der Südtürkei läuft der Countdown. Mehr als eine Tonne Sprengstoff sind tief im Boden versenkt. Nach der Explosion dauert es Sekunden, bis der gewaltige Druck sich Platz verschafft und Wasser und Sand in Fontänen in die Luft schleudert. Das Experiment ist geglückt. Die Druckwellen gingen hunderte von Kilometern durch den Boden und wurden in der Türkei und auf dem Forschungsschiff im Mittelmeer registriert. Beide Schüsse sind gut rausgegangen. Ja, wir sind fertig. Dankeschön, auch Ihnen viel Erfolg. Auf Wiederhören. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Schallwellen, die in der Türkei mit den Explosionen ausgelöst wurden, werden ausgewertet. Die Daten geben Auskunft über Dichte, mineralische Zusammensetzung, Alter und Bodenbewegung. So werden sie zu einem komplexen Bild zusammengesetzt. Wir sehen hier diesen sehr unruhigen Meeresboden. Dort werden mächtige, kilometermächtige Salzschichten zusammengequetscht und wölben sich auf. Dann haben wir hier so lineare Strukturen, das sind Störungssysteme. Dort kommt es zu großen Rutschungen. Wir müssen ein bisschen mal danach schauen, ob die vielleicht auch Tsunamis auslösen können. Das Rätsel von Atlantis scheint zu einer Lösung näher zu kommen. Auf Santorin. Floyd McCoy unterhalb eines meterhohen Berges von hellem Bimsstein. Was sich hier über ihm auftürmt, ist vulkanischer Auswurf des Tera. Poröses, pulveriges Material. Über mir ist meterhoher Bimsstein, Vulkangestein. Der Bimsstein fiel vom Himmel wie Popcorn. Er begrub alles unter sich. Draußen tobte das Wasser. Das Meer strömte rein und das war das Ende. Die Insel explodierte. Es war grauenhaft. Und hier oben schichtete sich alles auf. 3 oder 4 Tage nichts als Explosionen und die blanke Hölle. Die unglaublichen Massen an Bimsstein, die an manchen Stellen 30 Meter hoch sind, ersticken alles Leben. Das Modell von Akrotiri, einer verschütteten Stadt der Insel. Die Ruinen sind heute in einem Museum rekonstruiert. Der Auswurf von Bimsstein konservierte die Stadt. Die Dächer brachen ein, die Häuser waren oben offen. Das Material füllte die Räume und packte alles ein. Dann wurde der Vulkanausbruch hochgradig explosiv. Oben explodierte er und feurige Ströme fegten den Hang hinab und rissen von den Häusern alles weg, was nicht von den Bimssteinschichten zugedeckt war. Der Bims- und Ascheregen bewahrte die stehengebliebenen Mauern von Akrotiri vor dem Verfall. Während die Bewohner der Mittelinsel von Santorin, wie von Platon beschrieben, mit ihrer Stadt untergingen, flohen die Menschen aus Akrotiri vor der Katastrophe. Sie hinterließen Gebäude und ihre Kunstwerke. Beeindruckende Wandmalereien. Archäologen legten sie erst vor wenigen Jahrzehnten frei. Das Bildnis zweier Antilopen. Von Vulkanasche konserviert vor mehr als 3,5 Jahrtausenden. Haben Bilder wie dieses Platons Atlantis geschmückt?
Die boxenden Knaben, die Fresken gewähren den Blick in eine untergegangene Welt. Das Bildnis einer schönen Frau. Die Darstellung von Pflanzen, Zeugnisse eines harmonischen Daseins. Paradiesische Zustände. Platons Atlantis, eine utopische Gesellschaft mit düsteren Schattenseiten, die schließlich zum Untergang verurteilt war. Selbstverständlich hat dieser starke Vulkanausbruch vor 3600 Jahren eine Kultur zum Erlöschen gebracht auf Kreta, warum also nicht auch auf Santorin? Wenn man jetzt darüber nachdenkt, wo Atlantis gelegen haben könnte, dann ist sicherlich Santorini eine der plausibelsten Theorien, die es gibt. Die Stein-, Vulkan- und Aschenlandschaft von Santorin. Die Überreste von Atlantis. Floyd McCoy führt noch einen Beweis an, den die Minoer selbst hinterlassen haben. Die Minoer haben uns ein Bild ihrer Landschaft vor dem Ausbruch hinterlassen, auf dem sogenannten Schiffsfresko. Man sieht darauf eine Insel inmitten einer anderen Insel, getrennt von Wasser. Die Stadt genießt alle Vorteile des Vulkans. Heißes Wasser, Metalle, Dampfbäder, Heizung für den Winter. Hört sich doch wie ein idealer Ort an. Wie etwas, das Platon aufgeschrieben haben könnte. Sounds like a nice place. Sounds like something Plato might have been describing. Und so stellt sich das Untergangsszenario von Atlantis dar. Auf der Mittelinsel lag unterhalb des Vulkankegels die Hauptstadt, als zur Blütezeit der Minoer der Vulkan Thera explodierte. Glühende Lava ergoss sich über die Hänge. Nach Platon war dies die göttliche Strafe für die Unfähigkeit der Menschen von Atlantis, in Frieden zu leben. Für die, die nicht rechtzeitig aufs Meer fliehen konnten, gab es keine Hilfe. Schließlich riss der Vulkan die gesamte Insel in die Tiefe. Eine kreisrunde Insel, die, wie Platon schreibt, in einem Tag und in einer Nacht in den Wellen des Meeres versank. Noch entfernte Küsten des Mittelmeeres waren von den Folgen der Naturkatastrophe betroffen. Was blieb, ist die Erfahrung der Überlebenden. Sie gaben die Berichte weiter. Eine Warnung an zukünftige Generationen vor einer neuen Apokalypse, vor einem neuen Untergang von Atlantis.